Einen wunderschönen guten Tag in Gamepad 2, die Runde 3. Erst einmal, wie fühlt ihr euch beiden? Langsam fühle ich mich besser. Da fühlt er dann schlechter. Ja, das heißt so viel. John McCloud hat 2 Runden hintereinander abgeräumt. Ja. Mal gucken, ob ihn auch diesmal wieder das Glück hold ist. Diese Runde, die wir jetzt spielen, die haben wir auch schon in Staffel 1 gehabt. Ja, ich weiß. Warum nichts Neues? Kommt noch, Leute, kommt noch. Erst einmal die Erklärung von Fragenmaster. Ja, wie schon gesagt, gab es in Staffel 1 schon, aber jetzt mit maßgeblichen Veränderungen. Erst einmal gibt es jetzt satte 60 Fragenfelder. Uff, scheiße. Ach du Heilige. Aus gemischten Videospielbereichen. Aber es sind nicht alles Fragen, denn erst einmal wird jeder abwechselnd eine Zahl wählen, die privat an Spyro geschickt werden. Und diese Zahl wird dann entweder eine Frage beherbergen oder ein Punkteverdoppler beherbergen, der auch schon in Staffel 1 gab. Dazu komme ich gleich nochmal zur Erklärung. Und es gibt diesmal aber auch keine Straffelder mehr. Also John hat Glück, nicht mehr zu singen. John hat sie alle abgeräumt in Staffel 1. Er hat sie gefreut. Ja, tierisch. Und ich habe noch eine weitere Neuerung eingebaut. Und zwar gibt es jetzt ein neues Feld namens Solo-Chance. Zu den einzelnen, ich sag mal so, Feldern komme ich jetzt. Der Punkteverdoppler wird so wie ein Joker quasi gehortet, sobald man ihn bekommen hat. Und automatisch bei der nächsten Frage, die der jeweilige bekommt, eingesetzt. Die Fragen geben jeweils einen Punkt. Mit dem Punkteverdoppler dann 2 Punkte. Die Straffelder sind natürlich weg, dafür gibt es da die Solo-Chance. Die Solo-Chance hat den einzigen Vorteil, dass der Kandidat, der die Solo-Chance bekommen hat, der darf die nächste Frage beantworten. Das heißt also, wenn man jetzt ein Solo-Chance-Joker quasi hortet, dann jetzt eine Frage wählen muss, als Beispiel, du nimmst die 5, dann darfst nur du die Frage lösen und Slayer zum Beispiel nicht. Also, aber prinzipiell ist es wieder ein Buzzerspiel, ne? Egal, wer aufruft die Zahl, es wird dann trotzdem gebuzzert. Schon, aber diesmal wird das Buzzer ein bisschen anders gemacht, aber dazu komme ich gleich. Erst einmal zu den Jokern, die wir überhaupt jetzt auch eingeführt haben. Oder gab es schon in Staffel 1? Ich glaube ja. Auf jeden Fall, Joker. 3 Joker. Einmal Joker 1, der 50-50 Joker. 2 falsche Antworten löschen. Kennt man auch schon aus anderen Shows. Dann gibt es den zweiten Joker, der Skype-Joker. Jemanden aus Skype in der Konfi oder per Telen-Chat reinholen und dann einfach fragen. Die Frage, die man bekommen hat. Dann gibt es noch den legendären Google-Joker. Man hat 35 Sekunden Zeit zu googeln. Okay. So, dann die nächste Änderung. Es gibt keine total fiese Frage mehr. Die habe ich auch komplett entfernt. Und der Gewinner kriegt wieder einen Rundenpunkt. Wenn man die Runde gewonnen hat, natürlich. Minus- und Abstauberpunkte gibt es auch nicht. Und im Gegensatz zu Staffel 1 haben die Fragen jetzt Multiple-Choice-Antworten. Das heißt also, eine Frage, 4 Antwortmöglichkeiten, während 3 Antworten falsch sind. Das läuft also wie folgt ab. Als Beispiel, John wählt jetzt die 5, dahinter wäre eine Frage. Das heißt dann, die Frage wird in Chat gestellt und vorgelesen mit 4 Antwortmöglichkeiten. Dann darf John die erste Antwort tippen. Wenn er sie löst, hat er einen Punkt. Wenn er sie nicht löst,
fällt die Antwort weg und Slayer darf antworten. Dann hat der zweite ja automatisch leichter irgendwie. Ach Quatsch, nein, sorry. Das war aus einer anderen Show, die ich vor kurzem aufgenommen habe. Streich diese Info. Okay. Beide schreiben ihre Antwort. Spyro privat. Und dann wird von Spyro vorgelesen, wer welche Antwort hat. Und ja, wer halt richtig hat, kriegt halt einen Punkt. Wenn keiner richtig rät, dann gibt es keinen Punkt. Die Frage wird aber trotzdem aufgelöst. Okay. Aber ich verstehe das noch nicht so in Kombination mit den Jokern, wie das dann ist. Weil zum Beispiel, mal angenommen, ich weiß die Frage nicht, Slayer weiß es, keine Ahnung, wir sollen es schreiben, aber was ist, wenn zum Beispiel ich dann die Hilfe bräuchte mit 50-50 und wird es dann nur mir gesagt, weil sonst ist der Joker ja irgendwie für beide da oder soll der für beide da sein oder wie? Nee, das wäre für beide, also du nutzt den Joker, den 50-50 Joker und die Antworten werden aber für beide dann weggelöscht. Aber das ist natürlich kein Nachteil, weil keiner von euch weiß, was der andere gewählt hat für eine Antwort. Ja, okay, also ist quasi, wenn man Joker benutzt, dann ist es einfach so, dass beide davon profitieren. Verstehe ich das richtig? Nee, der Joker, also im Fall zum Beispiel, dass er der 50-50 Joker ist, wird sowieso erst dann, ich sag mal so, geltend gemacht, wenn der, der nicht den Joker nutzt, schon die Antwort gegeben hat. Damit er jetzt nicht hinterher dann auf einmal dann sagen kann, achso, ja komm, dann nehme ich halt die andere Frage, beziehungsweise Antwort. Also, anders. Slayer nimmt halt den Joker, darf ihn aber erst, also die zwei Antworten werden aber erst dann gelöscht, wenn du, John, schon deine Antwort gegeben hast. Die natürlich privat geschrieben wird, sodass halt keiner sie einsehen kann, außer, ja, vielleicht Spyro halt. Ah ja, okay, also der eine, der keinen Joker benutzt, der hat dann auch Zugzwang und muss erstmal sein Dings abgeben. Und dann kommt erst der Joker für den jeweiligen in Einsatz, okay. Genau. Ah ja, okay, das macht Sinn. Gut, das habe ich jetzt verstanden. Jetzt habe ich noch die Sache mit dem, mit diesem, was war das, was man am Anfang noch gesagt hast? Special-Sachen wie Punkteverdoppler und Solo-Chance. Solo-Chance habe ich jetzt noch in dem Kombination noch nicht ganz. Wie läuft das dann ab? Also, wenn du jetzt kurz vorher ein Feld mit Solo-Chance bekommen hast und dann jetzt deine nächste Frage mit einer Nummer wählst, wie gesagt, als Beispiel 7 oder so, dann darfst auch nur du die Frage beantworten. Also quasi klar öffentlich. In meinetwegen den Skype öffentlichen Gruppenchat, während aber Slayer, der natürlich dann die Frage nicht beantworten darf, dann auch nicht lösen darf dann. Okay, die Solo-Chance, kommt die automatisch mit dem nächsten oder kann man die einsetzen, wann man will? Die sind wie die Punkteverdoppler automatisch. Werden direkt bei automatisch gleich benutzt. Beim nächsten, okay. Okay. Weil dann das ja jetzt keine, ich sag mal so, festen Joker sind, sondern eher so die, ja, ich sag mal so, ja, wie kann man sagen, so passive Bonus-Sachen, die halt automatisch genutzt werden. Gut, ich guck gerade in meine Skype-Kontakte und guck, ob ich da einen Joker erwische. Schreib da mal. Erst mal gucken, ob du den Joker brauchst. Ich werde sie alle nutzen, ist doch klar. Okay, das war Vorgeplänkel. Dann beginnen wir mit der Runde. Oder sind noch Fragen? Nee, ich denke mal, John hat alles Wichtige ausgeräumt. Also. Alles klar. Ja. So, und dann geht es auch direkt los mit der ersten Frage, beziehungsweise, ja, da Slayer im Rückstand ist mit den Punkten, darf er als erstes eine Zahl zwischen 1 und 60 wählen. Eine Zahl zwischen 1 und 60. Genau. Dann nehmen wir die 42. 42. Das ist sogar eine Frage. Dann schieß mal los.
Es war klar, dass irgendwie du genau diese Frage wählst. Okay, jetzt kommt's. Okay, Resident also. Evil Frage. Wann wurde das T-Virus von Dr. Markus in Resident Evil Zero freigesetzt? War es? Antworten darf man erst, sobald die letzte Antwort gestellt wurde, vorgelesen wurde. War es Antwort 1 am 23. Juli 1998? War das Antwort 2 21. März 1995? War das Antwort 3 14.11.1990? Oder Antwort 4 15. Januar 1997? Wieder 10 Sekunden Ratezeit. An Spyro schicken, ne? Ja. Ja, alles an mir, bitte. Gut. Ich muss ihn erstmal So. finden. Der steht ja noch da unten irgendwo. Ah. Habt ihr euch nicht Also ganz sag ich zunächst vergessen? die Nummer schreibt von 1 bis 4, oder? Ja, also wenn du es ja, einfach nur die Zahl schreiben, die du als Antwort Okay. nehmen Achso, die möchtest. Zahl. Moment, Moment. Dann. Ach, ich werde hier mit den Konfis ganz durcheinander. Okay. Ich bin auch gerade hier am hin und her. Ja, antworten bitte. Ja, So. hab. Beide haben geantwortet. So, der John meint. Verdammt. Sekunde. Gut. Der John meint, es wäre der 23. Juli 1968. 90. Achtundneunzig. 98, sorry. Sorry. Habe jetzt mein Geburtstag eingebaut. Scheiße! Der Virus ist an meinem Geburtstag. sorry. So. Der Slayer meint. Ich habe bei John abgeguckt. Ich habe bei John abgeguckt. Ja, Spyro, es wäre, glaube ich, einfacher, wenn du einfach nur sagst, so. Ach komm schon, ich will ein bisschen hier. Dann sind wir mal morgen früh noch da. Gott. Sag einfach Ja, so, er hat Antwort 1, er hat Antwort 2 oder so. er hat auch Antwort 1. Beide haben Antwort 1. So, zufrieden. Ja, das Problem ist halt, meine Festplatte wird sonst Mein Problem mit voll. einer Festplatte. Was? Nichts. Ja, also beide sagen Antwort 1. Ist das richtig? Ja, Antwort 1 ist richtig. 23. Juli 1998. Und Hey. damit kriegen auch beide sogleich einen Punkt. Das ist schön. Ja, war eine leichte Frage in dem Sinn. Ja, ich habe vor der Auswahl schon 98 gewusst. Aber es ist interessant, dass das hier ne, du direkt eine Riesenfrage erwischt. Das Schicksal. 42, die Antwort auf alles, googelt's. Also, das ist Ja, eine gut. Anspielung auf eine Filmszene und deswegen habe ich die Zahl genommen. Alles klar, dann darf jetzt John eine Zahl sagen. Ja, ich wurde das letzte Mal bestraft, wenn ich meine Lieblingszahlen nehme. Deswegen werde ich das nie wieder tun. Ich nehme total random irgendwelche. Und deswegen nehme ich mal mein graues Alter von 33. 33 ist auch eine Frage. Mensch, ihr wollt ja hier Fragen haben. Das freut mich sehr. Und wir beginnen mit dieser Frage. Wie viele Bomben muss man im Spiel Metal Gear Solid 2 entschärfen? Nur die regulären, keine Bossbomben. Sind es 3 Bomben, 6 Bomben, 4 Bomben oder 5 Bomben? Scheiße. Oh. Kann man sich so schnell vertun, ey. Yes, das kann man. Oh Mann. So, antworten bitte. Dann nehmen wir mal. Oh Gott, da bin ich mir unsicher. Ich auch total. Jo, und beide haben jetzt auch geantwortet. Der Slayer meint, es ist die 2. Und der John meint, es ist die Antwort 4. Tja, da kann ich sagen, Antwort 4.
ist leider falsch. Während Antwort 2 richtig ist. Was? Ich habe gedacht, das kommt auch falsch. Ist. Er hat doch so viel Mist. Antwort 2 mit 6 Bomben ist richtig. Okay. So, wer hatte nochmal Antwort 2? Slayer. Gut, Slayer. Bro. Also einen zweiten Punkt bekommen. Und darf sich die nächste Frage wählen. Oder vielleicht was anderes? Dann bin ich mal so frech und schnapp dem Johnson seine Lieblingszahl weg, die 17. Tja, diesmal ist das tatsächlich eine reguläre Frage gewesen und keine irgendwie fiese Sache. Ja, also, Frage 17. Ich muss natürlich kurz die Antwort wieder entfernen. So. Also. Im Spiel Assassin's Creed 1 gibt es einen besonderen Leitspruch des Codex der Assassinen. Doch wie lautet dieser? Ist es, nichts ist wahr, alles ist erlaubt? Oder, in der Dunkelheit sind wir mächtig? Oder, nur der Kampf führt zum Sieg? Oder, wer angstfrei lebt, der kann nie verlieren? Ja, die Antworten bitte. Da hast du ja schon geantwortet. Jetzt muss nur noch der John antworten, dann wäre ich zufrieden. Und jetzt will ich nur gucken, dass das jetzt nicht irgendwie von der letzten Hand. Okay. Ich weiß nicht warum, aber beide meinen das Spiel nochmal zu spielen. Der Slayer meint, die 2 ist richtig, während der John sagt, die 4 wäre richtig. Oh Gott. Nicht okay. Also. Slayer, du hast. Die 2 wieder. Die 2. Nee, er hat schon wieder die 2 genommen. Achso. Und John war 4. Ja. Mhm. Gut, also Antwort 2, in der Dunkelheit sind wir mächtig, ist falsch. Antwort 4, wer angstfrei lebt, der kann nie verlieren, ist auch falsch. Ja, dann war es die 1. Und das ist richtig. Antwort 1, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Das geht wieder Richtung Zitate raten. Ja, wie gesagt, ich habe hier sehr breites Spektrum, einfach weil geil. Ja, passt schon. Alles klärchen. So, dann darf der John die nächste Frage wählen. Jo, hauen wir mal hier, da die 17 jetzt auch nicht böse waren, kann ich mir jetzt irgendwelche Eselsbrücken wieder machen. Einer meiner Lieblingsfilme, Interstate 60, deswegen 60. Oh, du willst jetzt gleich das letzte Stück nehmen? Ja. Das letzte ist aber Ausbuster. Ne, wobei die letzten Essensreste nicht immer die besten sind. Also gut. Die letzte Frage, zumindest in der Liste. Die letzte Frage im ganzen, ja. Wie viele verschiedene Karten gibt es in Final Fantasy 9 im Minispiel Tetra Master? Ach du Heilige. Sind es 99? Sind es 150? Oder nur 100? Oder vielleicht 120? Ich kann euch nicht helfen. Oh Gott. So, Antwort bitte. Ja. Ich warte mal wohl auf die Antworten. Muss ich raten. Ich auch. So, beide haben mir geantwortet. Der Slayer meinte, es ist Antwort 1, während John mit Antwort 3 kommt. Okay, ich mache es kurz und schmerzlos. Antwort 3 ist richtig. Ja. Es sind 100 Karten, die man in Tetra Master in Final Fantasy 9 sammeln kann. Ich wusste nicht mal, ob es 99 oder 100 waren. Ja, das ganz, war so ein bisschen Fun-Frage. Ganz ehrlich, ich mache ja auch diese Kartenparts. Und
Ich hätte es jetzt auch nicht mehr gewusst, weil ich habe erstens lange nicht mehr gezockt und zweitens, ich hatte lange keinen Kartenpartner gehabt. Mhm. Schön, also steht schon ein Punkt und damit sind wir bei 2-2. Alle Joker sind noch verfügbar und Slayer, was möchtest du nutzen? Ein Joker? Nee, kein Joker. Jetzt haben wir die letzte Frage, jetzt nehmen wir die erste Frage aus der Liste. Nummer 1. Seid ihr langweilig. Jetzt muss ich ganz hochscrollen, Jas. Ja, genau eben drum. Wir wollen dich nur quälen. Stresst mich heute. Okay, Stress ist gut für die Durchblutung, muss man immer denken. Antwort, nein, Quatsch, Frage 1. Zumindest in der Liste. Wie viele Robotmaster gibt es im Spiel Mega Man von 1987? Sind es 3 Robotmaster, 6 Robotmaster, 10 Robotmaster oder ganze 12? Ja, das ist ja jetzt was für Slayer. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Soll ich mal Mega Man spielen? Niemals. Sag niemals, niemals. Wie viel wird's denn da geben? Spiel Kaizo Mario, das reicht schon. Antworten bitte. Sekunde. So, beide haben geantwortet und beide sind sich einig, dass es die 2 ist. Yes! Ich kann mich jetzt schon freuen. Die 2, also quasi 6 Robotmaster soll es geben. Seid ihr euch da sehr sicher oder ist das eher geraten? Bei mir 100% geraten, aber wenn Slayer richtig hat, dann... Bei mir ist eigentlich sicher. Ja, da kann ich nicht viel sagen, außer das ist richtig. Ja, Mega Man 1 hat 6, alle anderen Teile haben 8. Und damit kriegen beide einen Punkt und ihr habt immer noch Gleichstand. 3-3. Ja, John, willst du vielleicht mal irgendwie aufholen? Also quasi überholen? Mal gucken. Dann soll die Seitenspur wechseln. Vielleicht mit der 18. Die 18. Was soll ich sagen? Die 18. Solo-Chance. Das heißt, die nächste Frage, die du wählst, ist eine Solo-Frage für dich. Ah ja, okay. Die nächste, die ich wähle, okay. Das cool. Heißt, ich kopiere mir das hier mal so hin. Alles klar, Slayer. Dann nehmen wir die 32. Die 32? Keiner wählt die 13, warum nur? Tja, ich kann echt nur sagen, ihr beide habt ein sehr gutes Händchen, denn Slayer, du hast dir einen Punkteverdoppler verdient. Oh. Den kriegst du bei deiner nächsten Frage, die du dir wählen darfst, bald. Na, da hat man mein alter Glück gebracht. So, John, ja. Möchtest du vielleicht mal eine Frage haben? Ja, hoffentlich eine, die ich lösen kann, wenn ich sie jetzt schon alleine, beantworten soll, ne? Ja, was soll's, du kannst auch das sein, ich dass du kannst die auch ich versuche da jetzt versuche da jetzt was draus zu machen und zwar, nehmen wir mal die 12. Oho, die 12. Tja, du musst leider deine Solo-Chance noch ein bisschen vertagen, denn es ist ein Punkteverdoppler. Mensch, ich arme Sau. Das heißt also, deine nächste Frage darfst du nicht nur alleine lösen, sondern gib dir auch doppelte Punktzahl. Wow. John, das macht gar keinen Druck, ne? Das war alles, das war der Plan, ne? Natürlich. Jetzt sind alle Strafen abgezockt und jetzt hier die Verdoppler abziehen. Also es ist schon irgendwie ein bisschen, naja, wiederholt sich das Spiel schon wieder. So, jetzt wollen wir aber mal eine Frage haben. Slayer, bitte. Nummer 5. Nummer 5. Ach, endlich mal eine Frage. Lange hat es gedauert. Also, gut aufpassen. Denn... Die Frage lautet, wie lange verlief die Entwicklungszeit vom Spiel Duke Nukem Forever? Waren es 8 Jahre, 14 Jahre, 17 Jahre oder nur billige 6 Jahre? Lang ist es her. Ich sag gleich, ich hab mich wie ein Schnitzel gefreut, als das rauskam und hab's direkt vorbestellt. Wie ein Schlitz. Er hat sich wie ein Schlitz gefreut. Das hört sich schon irgendwie ein bisschen komisch an.
Schlitz habe ich verstanden. So, antworten bitte. Schlitz. Ja, kommt dann. Der hat geantwortet. Spyro, wie freut sich denn bitte ein Schlitz? Ich sag's dir gleich. Und ein und zum anderen. So, der Slayer meint, es ist Antwort 2, während der John sagt, die Antwort 3 ist besonders richtig. Also, Slayer will 2 haben. Ja. John will 3 haben. John. Yep. Tja, John, nur weil 17 deine Glückszahl ist, heißt das nicht, dass sie dir auch Glück bringt, denn es ist falsch. Dann, ja, dann werden schon 14 stimmen. Dam, dam, dam. Warum hast du das nicht gewählt? Antwort 2 mit 14 Jahre ist richtig. Yay, war eine richtige Odyssee. Und damit, Slayer, kriegst du statt ein ganze 2 Punkte. Wuhu, Party. Und er führt dabei auch jetzt. So, damit hast du 5 Punkte und John hat noch 3. Ja, gut. Aber das kann sich vielleicht gleich noch ändern, muss man bedenken. Ja, John, welche Frage willst du lösen? Jetzt kommt ja meine Solo-Nummer, ne? Solo-Verdoppler-Chance, ja. Deine ja. Solo-Nummer, oh Gott. Da sage ich lieber nichts zu jetzt. Ja. Ja, dann nehmen wir mal die 24. Die sollst du haben. Und das ist sogar auch eine Frage. Ho, ho, ho. Also, John. Gut aufpassen. Ich hoffe, also, ich denke mal, also, als Gamepad sollte man solche Sachen wissen. Ist mal so meine Frage, meine Ansicht, meine ich. Mhm. Wir alle hatten ja eine PlayStation 1 gehabt. Gehe ich davon aus. Aber welches der folgenden Geräte war kein Zubehör für die Spielkonsole PlayStation 1? Gab es keine Maus oder Linkkabel? Oder gab es Tanzmatten gar nicht? Oder gab es diese komische Runstation gar nicht? Was davon gab es nicht? Ich kann jetzt offen reden, oder? Ja. Ist ja meins. Hm. Aber ist keine leichte Frage. Ich muss echt gestehen, ich hatte Probleme, da die Antworten zu finden. Beziehungsweise die falsche zu finden. Ja, also so Tanzmatten gab's bestimmt. Dann diesen Runstation, ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist. Ich muss ernsthaft überlegen, sowas wie eine Maus, das gab's schon für Super Nintendo, aber gab's das für die PlayStation, eine Maus? Ich kann's mir fast nicht vorstellen, dass es... Ich würde, Linkkabel frage ich mich eigentlich auch, wofür braucht das noch eine PlayStation, aber vielleicht schon noch. Ich, aber ein Joker, auch wenn es jetzt der Doppler ist, ich habe jetzt noch keine Lust, die Jokers zu benutzen. Aber du müsstest jetzt mal antworten. Ja, stimmt, ne? Ich gehe mal zur Maus. Tja, mein Bester, die Maus... gab's tatsächlich für die PlayStation 1. Ach, schade. Dann hat man so Klassiker wie zum Beispiel Command & Conquer spielen können. Okay. Aber was es nicht gab, war die Runstation. Ja. Denn das war tatsächlich eine Pocket Station. Ach so. Tja, das, ich hab einfach... Ach, Runstation gab's nicht, deswegen genau, habe ich mich hab gefragt, was ist das? Ich habe zur Runstation gemacht und... okay, alles klar. Leider vergeigt und damit ist sowohl der Punkteverdoppler als auch die Solo-Chance in den Sand verschwunden. Naja. Ja, bleibt trotzdem spannend. Slayer, was möchtest du? Die 4. Du musst ja wieder hochscrollen. Also Leute, ihr wollt heute echt wenig Fragen beantworten, habe ich das Gefühl, denn... Was? Slayer, du hast einen Punkteverdoppler. Schon wieder? Ja. Weißt du, ich habe schon großzügig verteilt, weißt du, aber trotzdem. Es kommt mir irgendwie wieder bekannt vor.